Von Weißbrach ging es weiter nach Klagenfurt ins Gemeindezentrum Annabichl zur Landesmeisterschaft der nicht kommerziellen Filmautoren. Passend zur bevorstehenden Oscarnacht war auch Michael Hanne, Karl Czernuter anwesend. Insgesamt wurden 20 Filme aus ganz Kärnten präsentiert. Bei dieser Meisterschaft werden alle Arten von Genres gezeigt, von Experimentalfilm über Spielfilm zu Dokumentationen. Wie lange kann so ein Film dauern? Gibt es da Vorgaben? An und für sich nicht, es ist jedem Autor oder jeder Autorin freigestellt, wie lange die Filme dauern. Wir haben heuer zum Beispiel Filme von 1 bis 41 Minuten Länge dabei. Also man sieht, es ist dem Autor überlassen, wie lange er seinen Film gestaltet. Ich war in meiner Jugend Stuntman für den ORF beim Skifahren und habe für den ORF viele Kamerafahrten gemacht, vor und hinter der Kamera, dazu die Liebe beim Film entdeckt und das ist mir geblieben. Also ich drehe im Jahr über die Region Südkärnten sicherlich mehr als ein Dutzend Filme. Meisterschaftsfilme sind meistens nur ein bis zwei. Ja, unser Clubleben besteht hauptsächlich aus unseren Clubabenden, wo wir sehr viele Filme aus den Clubs von ganz Österreich anschauen. Wir schauen Filme von den Weltmeisterschaften an. Es wird alles analysiert, besprochen. Ja, das hat angefangen mit meinem 14. Lebensjahr. Also da war das Erste, was ich haben wollte, war eine eigene Filmkamera. Das waren damals noch Super 8 Zeiten, chemischer Film. Sehr spannend. Aber Film ist für mich einfach ein Medium, mit dem ich Emotionen ausdrücken kann, mit dem ich gestalten kann, mit dem ich unterhalten kann. Na, es ist ein Musikclip vom Wörthersee Trail, der im September gelaufen ist, also einmal rund um den Wörthersee durch das Gelände, 57 Kilometer mit einer guten Musik, das ist es. Landesmeister wurde Mario Kreiger vom Filmclub Völkermarkt mit einem Künstlerporträt.